Jeder weiß, was Kacken bedeutet. Jeder kackt. Aber viele Menschen ekeln sich vor dem Begriff und trauen sich nicht, ihn auszusprechen. Guten Morgen! Da wird sich verbal gewunden und zwanghaft nach Alternativen gesucht, nur um das Wort Kacken nicht zu benutzen. Obwohl es offensichtlich ein kurzes, prägnantes und redundanzfreies Verb ist. Aber es ist unangebracht. Wer kackt? Das ist ein Assi. Und wer seinen Darm entleert oder mal etwas größer auf Toilette geht, der gehört eben zu der angepassten, vielleicht zu der vornehmen Gesellschaft. Oder idealerweise redet man gar nicht über das Kacken. Kacken als Tabuthema. Warum? Weil es die Gesellschaft so festgelegt hat. Aber wir treffen uns hier, um bewusst darüber nachzudenken, was denn von diesen Festlegungen denn überhaupt Sinn macht. Von all den Dingen, die wir in unserem Leben kommentarlos übernommen haben. Wir reden und debattieren genüsslich über die Nahrungsaufnahme, also was wir oben ins Loch reinstecken. Aber die Nahrung, die wir unten aus dem Loch ausscheiden, ein von der Logik betragsmäßiges Äquivalent, darüber schweigen wir uns aus. Oder versuchen irgendwelche Worte zu finden, die den Akt etwas kulturell verträglicher beschreiben. Was ist das für eine Kultur? Eine Kultur der Scheinwelt und der künstlichen Wertebildung. Wir entscheiden, was sittlich ist und was nicht. Wir entscheiden, was eklig ist und was nicht. Wir entscheiden, was angebracht und was unangebracht ist. Aber tun wir das wirklich? Nein. Es wurde bereits entschieden, von Generation zu Generation weitergegeben. Wir tun das nicht. Die Menschen, die klar denken, die arbeiten, die essen, die kacken, die ficken, die schlafen, die wahrhaftig leben und ihren Kopf nicht voller gequirlter Scheiße wie Karriere, Beauty, Lifestyle oder esoterischen Krimskrams vollgepfropft haben. Diese Menschen, die nutzen diese Begriffe schon immer. Die einfachen, klaren Begriffe. Sie sehen keine Notwendigkeit ein, Energie und Zeit zu verwenden, etwas zu verschönern oder sozial verträglicher zu gestalten. Aber Christian, das ist Kultur! Gut, okay, dann ist es Kultur und kann von mir aus parallel als Alternativkultur seinen Platz einnehmen. Aber geht das oder ginge das überhaupt in unserer Welt voller Schwarz-Weiß und richtig und falsch? Gibt es da so eine, kann man da einfach so eine alternative Kultur leben? Toleriert? Anerkannt? Nein. Und genau das ist das Problem. Wenn jemand das Wort Stuhlgang nutzt, dann fühlt er sich oft unangenehm berührt, wenn jemand Kacken sagt. Und wertet den anderen Menschen ab. Und da kommt das Paket. Bin gleich wieder da. Ja, ich habe hier gerade meine Orangen bekommen und das war eigentlich jetzt nicht so geplant. Aber naja, so ist das eben. Wir waren stehen geblieben, dass die Menschen, die das Wort Stuhlgang benutzen und dann konfrontiert werden mit den Menschen, die Kacken benutzen. Und sie werten diese Menschen ab. Da sie eben nicht dasselbe Vokabular benutzen. Und das ist eine künstliche Aufwertung des eigenen durch eine umständlichere Sprache. Und das macht doch eigentlich keinen Sinn, wenn man darüber bewusst nachdenkt. Zumindest für mich nicht. Natürlich, wenn das soziale Umfeld entsprechend existiert, dann passt sich die Sprache auch an und dann denkt man eben nicht mehr nach, was ist effizient, sondern man übernimmt einfach etwas. Und Das ist auch an sich kein Problem. Das ist dann eben auch eine Alternativkultur, wo die Leute halt eben Stuhlgang und Darmentleeren sagen. Und ich kann das wunderbar akzeptieren. Ich habe aufgrund des Studiums und der entsprechenden Kontakte damals auch eine etwas umständlichere Sprache erhalten. Aber ich bemühe mich immer noch bewusst, gerade jetzt in den YouTube-Videos, dass ich in Konversationen, also dass ich in Gesprächen einfachere Worte benutze. Es fällt mir nicht immer leicht. Aber ich diskreditiere niemanden dafür, dass er einfache Worte benutzt. Ich würde das selber gerne tun, weil das bewusster ist. Und das ist das Entscheidende, dass wir eben diese Alternativkultur von Stuhlgang oder von Kacken, dass wir die einfach akzeptieren. Und uns nicht abgrenzen und uns aufwerten. Weil ich persönlich finde diese ganze Künstelei und dieses sich aufwerten, nur weil man eine bessere Sprache benutzt, das ist einfach nur Unsinn. Und wie gesagt, auch wieder ein grundsätzliches Problem. Abgrenzung ja generell. Ne? Das ist territoriale Abgrenzung für mich genauso ein Problem wie ja, auch geistige Abgrenzung. Und ja, und deswegen sollte man ja, wirklich meiner Meinung nach, wenn man bewusst redet und
ja, da es eben diese Abgrenzung gibt, ganz bewusst sagen, auch als Mensch, der vielleicht intellektuell ein bisschen, sag ich mal, höher ist, der halt auch in gewissen Kreisen mitreden kann, dann einfach mal sagen, ich gehe jetzt kacken. Ja? Aber das ist meine Alternative, meine Herangehensweise, und die möchte ich einfach nur mit euch teilen. Ich sage da auch nicht, jetzt, ihr müsst jetzt alle kacken sagen oder so. Für mich macht das einfach mehr Sinn. Ich teile das mit euch und ich finde das auch nicht eklig. Man sagt ja dann immer, ja, Kacke stinkt doch und so weiter. Ja, Käse stinkt auch und trotzdem redet man über Käse. Sogar gilt es als Delikatesse. Und deswegen ist es auch keine Logik, nur weil es stinkt, nicht drüber zu reden oder weil das Wort etwas mit Stinken assoziiert haben. Also ja, es ist für mich ein natürlicher Prozess. Und der völlig unnötigerweise aus Gründen der Erhöhung des eigenen Egos oft tabuisiert wird. Sowohl verbal als auch institutionell. Und auch das Argument, man muss das doch nicht extra erwähnen, ist auch kein Argument, weil es nicht stringent ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hole mir nur kurz was zu trinken, dann ist das toleriert. Ne, an einem Essenstisch zum Beispiel. Wenn ich dann aufstehe und kurz Bescheid gebe, hier, ich würde sagen, ich gehe mal kurz kacken, dann ist das absolut das Gleiche. Damit man ungefähr, und ich finde es auch wichtig, dass man so ein ungefähres Zeitfenster hat, warum der jetzt nicht anwesend ist und nicht einfach kommentarlos vom Tisch aufgeht vom Tisch aufsteht und geht. So, und das finde ich einfach wichtig. Und deswegen sage ich es natürlich, wenn ich kacken gehe, dass ich kacken gehe. Warum wir Kacke nicht thematisieren oder kacken gehen und warum wir die einfachen Worte eben nicht benutzen, ist, dass wir, und das ist meine Überzeugung, uns künstlich, kulturell und gesellschaftlich erheben wollen. Und das entfremdet uns aber von den wesentlichen Dingen. Wenn wir Spaß an Kultur und gesellschaftlichen Gepflogenheiten haben, also einfach mal einen auf High Society machen wollen, dann ist das für mich völlig akzeptabel. Wenn wir Freude am Gebrauch komplizierter Worte haben, um unsere Zunge zu trainieren, wunderbar. Genau wie ich das vor uns gesagt habe. Parallelkultur. Toleranz, vollkommen in Ordnung. Wir sind alle individuell, das darf man auch leben. Total cool. Aber sich dadurch als etwas Besseres fühlen, das geht gar nicht. Da beginnt die Problematik oder die Manifestierung einer künstlichen Welt voller geistiger Krankheiten. Da müssen wir ansetzen. Vieles geschieht aus einem gesellschaftlichen Zwang, weil wir Werten folgen, die wir eigentlich gar nicht für uns festgesetzt haben, sondern die einfach uns so eingeimpft wurden als kleiner Junge oder als im Heranwachsen. Fragt euch mal genau, warum ihr nicht kacken sagt. Hinterfragt euch ehrlich und zwar so lange, bis ihr eine Antwort habt. Also warum sage ich nicht kacken? Weil es sich nicht angenehm für mich anfühlt? Und dann, warum fühlt es sich nicht angenehm an? Und so weiter. Ich sage kacken, weil mir kein Grund einfällt, warum ich nicht kacken sagen sollte. Wie sieht es bei euch aus?